Saubere Fahrzeuge kann ja wirklich jeder. Die wahren Miniature-Wargaming-Fans wollen aber, dass ihre Fahrzeuge nicht aussehen, als ob sie frisch aus der Fabrik kommen. Nein, sie sollen benutzt, angekratzt und vielleicht ein bisschen vintage aussehen. Zeit für mich also, mich einmal genau an diesen Sachen auszuprobieren und der ein oder dem anderen vielleicht ein paar Tipps an die Hand zu geben. Genau dafür habe ich mir einen X-Wing aus Yavin bestellt. Doch dieser wurde mir von Asmodi Deutschland leider komplett zerstört zugeschickt. Ja, war ja klar, dass die Rebellen nichts hinbekommen. Nun also, aus neu, mach alt. Das folgende Video wird euch präsentiert von pkpro.de. Für Star Wars Legion erschien vor geraumer Zeit die Geländeerweiterung des abgestürzten X-Flüglers. Dieses Set habe ich von Asmodi Deutschland zugeschickt bekommen und ich möchte es für unsere Schneeplatte benutzen, die wir mit der Schlacht um Hoth letztes Jahr eingeweiht haben. Damit ihr aber auch etwas davon habt, werde ich das Ding nicht einfach nur für unseren Spieltisch und unsere Spielberichte herrichten, sondern werde das Schritt für Schritt zusammen mit euch machen. Ich werde das Tutorial allerdings zweiteilen. In diesem Video werde ich das Modell auf alt, benutzt und schrottig trimmen und im nächsten Video geht es um den Schnee, den Sand, die Erde und die ganze Landschaft, die um das ganze Raumschiff drumherum modelliert wurde. Das Wichtige ist, und das solltet ihr im Hinterkopf behalten, das Tutorial, was ich hier mache, könnt ihr auch auf eure eigenen Miniaturen, auf eure eigenen Flugzeuge, Panzer, Raumschiff, was auch immer anwenden. Das muss kein X-Wing bzw. das muss kein Star Wars Modell sein. Wenn ihr sagt, okay, mein Fahrzeug, mein Flugzeug, das abgestürzt ist, mein Wrack, das ist blau, grün, lila, irgendwas anderes, dann nutzt ihr einfach blau, grün oder lila anstatt das Grau, aber die einzelnen Schritte sind da direkt 1:1 drauf verwendbar. Aber zu den Farben komme ich jetzt. Folgende Farben habe ich dafür verwendet. Von AK nutzte ich das Rubber Black, von Vallejo das einfache Black der Model Color Reihe, von Scale Color das Thrash Metal und das Oil Wash Dark Stains sowie von Amomic die Emaille Farbe Green Brown. Die folgenden Farben nutzte ich speziell für dieses Modell, also den X-Wing. Da müsst ihr dann Farben für eure Modelle anstatt nehmen, wenn ihr andere Farbschemata habt, nicht wahr? Die eben genannten Farben funktionieren aber für die Technik bei allen Fahrzeugen aller Farben. Okay, jetzt nun die Farben für den X-Wing. Von den Vallejo Model Airs habe ich das Light Grey verwendet, von Army Painter das Ash Grey und von Ultra Kryl das Pyrol Red. Als erstes habe ich das Modell schwarz grundiert und mit Light Grey von Vallejo mit der Airbrush angesprüht. Das geht natürlich auch ohne Airbrush, dann solltet ihr aber nicht die Airfarben nutzen, da diese sehr, sehr flüssig sind und ihr bei der Größe mit dem Pinsel echt lange dran malen würdet. Danach habe ich ziemlich grob einige der Panzerplatten in Rot bemalt. Auch da könnt ihr natürlich jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Mir gefiel der Gedanke, dass dies ein Pilot der roten Staffel war, der sein X-Wing in den Sand gesetzt hatte. Mit Schwarz habe ich nun die Fenster angemalt und somit ist das Modell in diesem Zustand. Ziemlich basic, aber theoretisch könnte man es schon benutzen. Wichtig ist, bevor ihr den nächsten Schritt macht, dass die Grundfarben auf eurem Modell definitiv schon aufgetragen sein sollen. Natürlich kann man hinterher, wenn der Lack drauf ist, immer noch draufmalen. Das geht, das mache ich ja schließlich auch. Aber durch den Glanz ist es immer ein bisschen schwieriger, alles vernünftig zu erkennen. Nun bereite ich meinen nächsten Schritt vor. Da ich gleich mit einem Ölwash arbeiten möchte, muss die Oberfläche des Modells glatt sein. Daher werde ich das Modell erst einmal dünn mit Glanzlack lackieren. Ich mag das eigentlich gerne schnell mit einer Sprühdose machen, doch da es am Maltag die ganze Zeit geregnet hatte, habe ich dies mit der Airbrush gemacht. Das ist euch überlassen. Ist der Lack getrocknet, habe ich nun ein solch glänzendes Wrack. Nun möchte ich etwas Struktur in das graue Allerlei bringen. Dafür nehme ich ein schwarzes Ölwash. Das könnt ihr euch mit einer Ölfarbe und Terpentin selber anmischen oder ihr nehmt euch ein vorgefertigtes Ölwash. Ich habe hier das Dark Stains von Scale, das mag ich ganz gern, dann muss ich nicht so viel mit dem Terpentin rumhantieren. Nur ein kleines bisschen. Denn dieses verdünne ich jetzt noch mit einem dezidierten Verdünner oder auch etwas Terpentin. Es funktioniert so auch, aber noch verdünnt ist es einfach besser für das, was ich möchte. Ich empfehle euch auf jeden Fall, den Raum jetzt gut zu lüften, denn die Dämpfe können je nach Menge relativ unangenehm werden. Dieses Ölwash tupfe ich jetzt in die ganzen Vertiefungen hinein, also zwischen den Metallplatten und dort, wo Elemente aufeinandertreffen. Durch den glatten Untergrund verlaufen die Farben wunderbar selbst in den Vertiefungen. Wenn ihr einen kleineren Pinsel nehmt wie ich, dann könnt ihr auch genauer arbeiten und produziert eben nicht diese Tropfen neben den Vertiefungen wie ich hier. Für das, was ich aber damit vorhabe, ist das komplett egal. Je nachdem, wie dünn die Farbe und glatter Untergrund ist, läuft die Farbe bis zu einem gewissen Moment selbst durch die ganzen Vertiefungen selbst. Daher tupfe ich in regelmäßigen Abständen, damit es keine Lücken ergibt. Dieser Schritt dauert natürlich eine kleine Weile, ist aber bei weitem schneller, als wenn ich das ganze Blacklining mit der Hand machen müsste, also nach klassischem Sinne, das heißt richtig reinmalen. Aber ist die Farbe trocken? Kommen wir zum spaßigen Teil.
Ich nehme ein Schminkschwämmchen und tunke dieses etwas in die Lösung zum Verdünnen. Aber nur ganz wenig. Der Schwamm soll nämlich nicht tropfen, sondern nur befeuchtet sein, so dass ich kaum Flüssigkeit lösen kann. Das ist eigentlich nur dafür da, dass die Ölfarbe wieder reaktiviert wird, die schon eingetrocknet ist. Diesen so präparierten Schwamm nutze ich nun, um ordentlich über das Modell zu wischen. Das mache ich hauptsächlich, um alle Stellen, an denen ich übergemalt habe, und halt diese Tropfen zu entfernen. Da der Schwamm nicht so nass ist, läuft die Flüssigkeit nicht in die Vertiefung hinein und dadurch bleibt die Ölfarbe in den Vertiefungen weiterhin bestehen und wir haben nun das ganze Modell geblacklined, ohne dass wir uns totgemalt haben. Toll, oder? Ey, ganz ehrlich, ich liebe diese Technik. Die Ölwashes haben mir da, gerade beim Bemalen für Panzerplatten, echt die Augen geöffnet. So, jetzt haben wir ein bemaltes Modell. Schön. Aber nun müssen wir es auch kaputt machen. Denn merke, möchtest du ein Modell mit Gebrauchsspuren, solltest du es zuerst wie neu bemalen. Ich glaube, ich muss an den Text nochmal ran, der reimt sich ja gar nicht. Vielleicht findet ihr darauf einen besseren Reim. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich nehme nun das Rubber Black von AK. Das ist für dieses Projekt echt perfekt, weil es kein richtiges Tiefschwarz ist, sondern eher in ein dunkles Grau geht mit einem leichten Braunanteil. Und damit trockenbürste ich das Modell. Wenn ihr wisst, was Trockenbürsten ist, geht das Tutorial für euch jetzt weiter. Wenn ihr aber nicht wisst, was das Trockenbürsten ist oder wie das vernünftig funktioniert, dann schaut mal da oben auf den Infobutton und klickt mal das Video an. Dort ist nämlich ein Tutorial von mir, das ich gesondert nur fürs Trockenbürsten produziert habe. Dort erkläre ich nämlich, wie die Technik funktioniert, was man bedenken muss und was man damit Cooles erreichen kann. Das ist nämlich ganz wichtig, weil ich jetzt in diesem Video nicht weiter auf diese Technik eingehe. Ich bürste das Modell jetzt mit Rubber Black, aber nicht überall. Ich versuche die Kanten damit zu bürsten. Ebenso bürste ich zufällig einige der glatten Flächen. Das darf wirklich schön random wirken. Je zufälliger, desto realistischer wirkt es. Die Turbine bürste ich aber nicht hin und her, also nicht einfach wie ich das sonst mache, sondern bürste von der Kante auf die Fläche rauf, also immer in eine Richtung. Und dadurch entstehen diese Schlieren. Das gleiche mache ich am Flügel und an einigen anderen Stellen, wo ich mir vorstellen könnte, dass dort kurzzeitig eventuell ein Feuer ausgebrochen sein könnte. Das macht doch jetzt schon mal einen guten Eindruck. Aber wir wollen noch mehr Zerstörung, nicht? Genau. Als nächstes nehme ich ein pures Schwarz. Ich habe hier das Black von den Model Colors von Vallejo genommen. Ich nehme einen kleinen Schwamm dazu. Das sollte ein grober Schwamm sein und nicht diese Schminkschwämmchen von eben. Ideal sind solche Schaumstoffstücke, die man in Miniaturblistern oder kleineren Boxen findet. Die kann man sich dann klein rupfen. So ein Stück Schwamm nehme ich nun und tupfe eine Seite in das Schwarz. Dann tupfe ich möglichst viel Farbe wieder aus dem Schwamm auf ein Küchenpapier heraus. Das mache ich so lange, bis die Farbe nicht mehr flächig rausgelassen wird, sondern in einem Punktmuster. Und genau damit tupfe ich nun an verschiedenen Stellen auf dem Modell herum. Ich fokussiere mich hier vor allem stärker auf die Stellen, wo Dinge abgebrochen sein können. Also am fehlenden Flügel auf der linken Seite. Dort habe ich die kompletten Kanten damit getupft. Oder sehr stark am zerbrochenen Flügel auf der anderen Seite. Dadurch haben wir nicht nur Schmauchspuren, sondern auch amtliche Kratzer oder Farbabplatzer. Das gleiche mache ich dann an wenigen Stellen mit Silber. Dies benutze ich allerdings nur, wo ich vorher ordentlich Schwarz aufgetragen habe. Das Silber auf Grau wirkt nämlich überhaupt nicht. Mit einer schwarzen Umrahmung dagegen wirkt es so, als ob der Lack bis auf das Metall abgeschliffen wurde. Der vorletzte Schritt von mir ist eher eine Überlegung. Ich denke mir aus, dass in diesem Falle das Wrack noch nicht allzu lange da liegt. Also vielleicht ist es vor einer halben Stunde oder so gecrashed. Das heißt, es gibt noch keine Verwitterung durch die Umgebung auf das Modell. Dennoch kann es sein, dass vielleicht gerade anfangen, irgendwelche Flüssigkeiten auszulaufen. Bei solchen Schäden ist das nicht verwunderlich. Keine Ahnung, Schmieröl oder sowas oder andere Space-Flüssigkeiten. Dafür nehme ich das Green Brown von Amomic. Dies ist eine Emaillefarbe. Die funktioniert ähnlich wie die Ölwashes. Ich bin jetzt kein Chemiker, aber ich glaube, die ist auch auf Ölbasis. Nur soll diese halt nicht in die Vertiefungen laufen, sondern ich schaue, wo kleinere Öffnungen sind oder Platten, hinter denen etwas auslaufen kann. Und von dort aus male ich nun Schlieren dem Boden entgegen. Damit simuliere ich, eher subtil, dass dort Flüssigkeiten auslaufen oder ausgelaufen sind. Je mehr wir auftragen und je mehr Schichten wir dafür nutzen, desto auffälliger und intensiver wird die Farbe. Allerdings sollte man das nur so intensiv machen, wenn das Wrack schon mehrere Monate oder Jahre dort liegt, um den Verfall aufzuzeigen. Bei einem frischen Wrack, ach, da halte ich mich dann doch eher lieber zurück. So, und was ich tatsächlich jetzt vergessen habe, ich nehme nochmal den Schwamm und tupfe etwas Ash Grey von Army Painter auf das Modell auf. Das mache ich nämlich noch, um einige Unreinheiten gerade im Lack aufzuzeigen. Besonders dort, wo das Rot aufgemalt ist. Wenn da nämlich ein paar graue Punkte sind, zeigt es, dass der rote Lack dort abgeplatzt ist. Okay, das als Nachtrag. Jetzt ist das echt verranzt.
Typisch Rebellen, nur Schrott in ihrem Terroristenreservoir. Der letzte Schritt ist für mich, einen Sprung in der Frontscheibe zu simulieren. Dafür mache ich mir eine Mischung mit Black und Ash Gray von Army Painter. Mit einem feinen Pinsel versuche ich nun, einen Sprung in der Scheibe zu simulieren. Den male ich halt nach. Nehmt euch da gerne ein Foto als Vorlage. Ich bin da jetzt relativ ungenau, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, bei Geländestücken gebe ich mir irgendwie immer weniger Mühe. Aber hey, es wirkt. Denn mit purem Ash Gray male ich einige Stellen nochmal an. Die beste Wirkung hat dies, wenn man die hellere Farbe dort aufmalt, wo zwei Risse sich treffen. Selbst wenn man nicht so fein malt wie ich jetzt, dann kann das damit immer noch eine nette Wirkung erzielen. Ach so, ihr kennt ja gar nicht so viel, oder? Ja, Mist, irgendwie war ich so im Malprozess drin, das tut mir leid, dass ich die Kamera total vergessen hatte und ihr jetzt nur meinen haarigen Hinterkopf seht. Ey, zumindest sehen wir alle, dass ich keinen Haarausfall habe. Ist doch auch schon mal was. Dies ist nun also das fertige Modell. Was ich später noch machen werde, ist alles mit einem Mattlack anzusprühen, damit der Glanz verschwindet und die ganze Ölfarbe versiegelt ist. Im nächsten Video kümmere ich mich dann um die Umgebung, das heißt der ganze Schnee, die Steine, die Erde und vor allem um einen schönen Übergang von Umgebung und Raumschiff, damit es sich da auch richtig schön einpasst. Ich hoffe, dass euch dieses Video ein kleines bisschen inspiriert hat. Wenn ja, lasst doch gerne einen netten Kommentar da, das würde mich freuen. Und ich gebe jetzt zurück zum Moderations-Dennis. Tschüss, sagt Atelier-Dennis.